So. Ach, hier wird Öl gefördert. Und ich wundere mich immer, warum hier so komische Geräusche sind. Ist da irgendwo eine Kiste drin? Nee. Ich wette, ich habe so viel übersehen in diesem Level. Na gut. Dann tun wir den anderen Kerle doch einfach nochmal per. Na? Bloß nicht die Aufnahme abschmieren lassen. Fernkampf. Waffe ausschalten. Es sei denn, da kommt uns jetzt direkt in die Arme gelaufen. Nö, natürlich nicht. So. Damit lebt niemand mehr in diesem Kuhdorf. Ich nehme mal sicherheitshalber. Einfach nur wirklich zur Sicherheit die AK in die Hand. Laufe aber so. Da ist nichts. Da komme ich nicht hin, ne? Nö. Warum sollte ich auch? Über die Streckenbegrenzung will ja niemand. Über die Streckenbegrenzung? Über die Mapbegrenzung. Das Restaurant, die Tankstelle ist auch ein bisschen stark verfallen. Gehen wir mal zu dem Kerle hin. Hier ist wirklich nichts mehr. Okay. Naja, von mir aus. Und was hat der? Eine Jackhammer. Eine Schrotflinte, also. Oh, ich bin ruhig. Und ruhig. Und überladen. Aber nur ganz knapp. Wie viel wiegt der Stein? Nix. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ah, das gibt Kameraoption, wusste ich gar nicht. Gute Frage. Ah, wir haben ja Punkte zum Aufmotzen. Dann ein letztes Mal noch Kraft. Ein letztes Mal noch. Das kann ich 101 Kilo mitnehmen. Und ich glaube, 101 Kilo werden wir niemals erreichen. Na dann, lauf mal. Du hast mal wieder recht. Es war keine gute Idee, hier runterzufahren. Das war eine Falle. Die haben hier auf mich gewartet. Du meinst, dass Martinez wusste, dass wir Shark finden würden? Exakt das meine ich. Er weiß genau, dass wir hinter ihm her sind. Dann bleibt die Frage offen, ob Martinez auch weiß, dass wir Ramuel gefunden haben. Wen? Ich habe alle Daten auf dem Notebook durchsucht und mehrere kodierte Dateien gefunden. Es waren Datenbanken mit Adressen, Dealern, Lieferungen und so weiter. Darin habe ich den Namen Ramuel entdeckt und diese Spur weiterverfolgt. Ramuel ist die rechte Hand von Martinez. Er kümmert sich um das Tagesgeschäft und berichtet wöchentlich vor Ort bei seinem Boss. Und wo ist dieser Ramuel? In Antira, ungefähr 80 Meilen südwestlich von El Coro. Schick mir bitte einen Routenplan, ich mache mich dann auf den Weg. Also gibt es direkt danach nochmal eine Mission. Ich habe mir schon gedacht, die war irgendwie zu kurz, als dass das alles gewesen sein sollte. Gefundene Dinger 1 von 1. Oh! Eliminierte Gegner 19, K.O. geschlagen 0 und am Leben belassene natürlich immer noch 0. Und weiter geht's. Antira, Mexiko. Mexiko. Antira. So, komm.
Komm, lass mich weitermachen. Danke. Ich bin da. Hier ist irgendwas los, das merkt man sofort. Überall laufen bewaffnete Wachposten durch die Gegend. Ramuels Haus scheint eine Festung zu sein. Hast du schon einen Plan? Nein, ich weiß nur, dass ich die Dunkelheit nutzen muss. Sonst brauche ich eine ganze Armee, um dort reinzukommen. Gibt es etwas Auffälliges zu sehen? Ja, eine Art Produktionsstätte. Das könnte die lokale Werkstatt sein oder irgendein Drogenlabor. Ich habe es nur kurz von Weitem gesehen. Drogenlabor hätte Sinn. Vielleicht wollen sie darin Cold Zero herstellen. Ich schaue mich dort mal um. Ruf den Don an und sag ihm, ich werde ihm ein Geschenk mitbringen. Was meinst du nun wieder? Keine Chance, dass ich Ramo hier befragen kann. Er wird sicher nicht gleich sagen wollen, wo Martinez steckt. Ich muss ihn entführen, damit wir Zeit gewinnen. Der Don soll sich darum kümmern, wer Ramuel entgegennimmt. Über die Grenze werde ich ihn ja kaum bringen können. Was ist los hier? Und das ist wieder so ein Level, wo ich mir denke, ihr habt so nicht mal alle liebe Entwickler. Die Drogenküche ist da und der Ramuel ist da. Oder wie? Und da sollte ich dann am besten da hinten durch. Na gut. Den versuche ich noch per Fernschuss auszuschalten. Wo ist meine Scout? Da. Ich wollte nur sagen, dass es bergab geht. Mein ganzes Leben läuft den Bach runter. Ja. Dreck. Ein Eindringling. Wir haben eine Leiche gefunden. Oh. Und natürlich haben wir das Alarmsystem ausgelöst. Da laufen jetzt Routen rum. Vor allen Dingen, wie konnte der das eigentlich sagen? Er war beim Erschießen, erschossen werden. Erschießen werden. Ab zur liebgewonnenen Uzi. Und du rennst darüber. Danke. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Mal schauen, wie wird das loswerden. Da hätte ich Leichen verstecken können. Wo ist das immer so quietschen? Das macht mich ganz kirre. Schießt da gerade einer auf mich? Hat gerade jemand auf mich geschossen? Ich glaube, ich halluziniere. Ich bin ehrlich gesagt etwas überfordert mit der Situation, dass ich jetzt gerade so viele Gegner habe. Da komme ich nicht hin. Ich
glaube, diese Situation wäre machbar, wenn ich mich konzentrieren könnte. Huch. Ja, von wo denn? Achso, wurde ich abgeballert. Aber von wo denn? Schatz, ich komme heute spät. Warte nicht mit dem Essen. Okay. Ach so, du bist da oben. Ganz toll. Na gut, ich bin wahrscheinlich eh gleich tot, aber... Was ist los? Das war der falsche Button. Kann ich trotzdem mal gucken, was für ein Zustand das Ding noch hat. Oh. Kann ich das auch wegwerfen? So, einer weniger. Noch einer weniger. Alter, wie viel die teilweise aushalten. Und der nächste kommt. Kritischer Treffer. Will noch jemand? Bin offen? Dich da oben muss ich loswerden. Drogenlabor ist das Ding. Ich dachte, ich muss da durch. Okay. Was mache ich nur mit dir? Ach, da muss ich mich jetzt um deinen Kollegen kümmern. Oh, verdammt nochmal. Ich habe den blöden Sniper nicht gesehen. Ich geb's dir zu. Was bist du eigentlich? Würde mich mal interessieren. Würde mich echt mal interessieren, was das für eine Waffe ist. Bla, Präzisionswaffen auf Repetitierbasis, der schafft es schon, wa? Ein neuer Sniper. Oh. Okay, die M16 ist auch geil. Die hat nur andere. Andere Munitionstyp. Aber die Scout von Steyr. Gibt es dafür eigentlich auch einen Button für das? Nee. Garantiert nicht.
Oh. Wechsel die scheiß Waffe. Genau. Und das ist immer tot. Alles nur, glaube ich, größtenteils, weil wir diesen blöden Sniper übersehen haben. Das ist etwas doof. Ich muss allerdings heute leider aus der Aufnahme frühzeitig raus und sage deshalb jetzt schon mal Tschüss.